Jo, moin, Lonaril hier und es geht weiter hier mit Kapitel 2 im vierten Akt, die Dorfbelagerung. Ja, Johannes Portal geöffnet zur Mondwasserebene, also irgendwo kurz vor den Toren von Salve, der Hauptstadt. Und ja, da sollen wir hinreisen und ja, versuchen, Jin Soo Yoo aufzuhalten. Mal schauen, ob wir Glück haben werden. Also, bis später, Hübsche. Schönheit ist unvergleichlich. Ja, ja. Ich werde Kaiser. Wow. Tja, bleibt nur noch eine. Vielleicht seid ihr bei unserem nächsten Treffen vollkommen. Als Gefäß. Ui, was geht denn hier ab? Sprecht mit Talos Wachhauptmann Jan Wong. Oder Jan Wong. Wer ist denn? Ach, der Herr. Die Lumak, ich werde euch töten. Es sind einfach zu viele. Achso, ich hätte meine Waffen wechseln sollen. Ihr habt keine Chance. Sterbt einfach. Ihr werdet Großernte nie erobern. Es sind einfach zu viele. Könnt ihr uns... Die Kanonen verursachen zu viele Aufgriffe. Ihr werdet Großernte nie erobern. Ohne die Kanonen hätten wir unsere Kanonen. Ich soll die Kanonen zerstören, aber warte mal, ich muss mal kurz mal andere Handschuhe anziehen. Ich habe ja gesagt, andere Schildstulpen. So, den ganzen Klund jetzt mal rauf. Wir brauchen die Waffe. Kämpft bis zum Letzten. Ich werde euch töten. Großernte darf so nicht fallen. Er wollte irgendwas sagen, aber er kaunt ja zu, weil er selbst schon wieder angegriffen wurde. So, irgendwie die Kanonen verursachen zu viele Opfer. Ja, ich kümmere mich drum. Feuer! Feuer. Oh, ich kann voll raten, ne? Eis! Wie gefällt euch das, ne? Oh. Wollt zu den Kanonen? Natürlich willst du den Kanonen. Ich will sie kaputt machen. Talos Park, wie gefällt euch das, ne? Ich muss euch den Kanonen nicht zerstören! Wer bist du? Ihr wagt es, unsere Kanonen zu zerstören! Ah! Ich zerstöre euch! Na, versuch es doch. Wird das? Hoppala, ich war noch draußen. Die Kanonen sind zerstört. Haltet durch. Ja. Loot, meiner. Oh. Wie wär's mit redlicher Arbeit, Lumang? Besiegt die Lumang, die Jan Wong angreifen. Oh, welche denn noch? Die hatte ich schon angegriffen. Danke, doch wir müssen weiterkämpfen. Ich werde euch töten. So, können wir jetzt reden in Ruhe? Wo bleibt die Verstärkung? Dieser Überfall. Ich gebe es nur ungern zu, aber es war verdammt knapp. Ohne eure Hilfe wäre Großernte mit Sicherheit gefallen. Wer seid ihr? Steht doch über meinen Kopf. Ich weiß mich zu schlagen, mehr müsst ihr nicht wissen. Auch eine gute Antwort. Wenn ihr meint, ich würde noch mehr Fragen stellen, aber momentan ist mir jede Hilfe recht.
Bitte helft uns dabei, unser Dorf zu beschützen. Keine Zeit, ich bin auf dem Weg nach Zawei. Dann könnt ihr ebenso gut bei uns bleiben. Das Tor von Zawei bleibt verschlossen, solange die Lumang uns bedrohen. Der Kaiser will das Ritual des göttlichen Mandats beschützen. Was? Wenn ihr uns jedoch zur Seite steht, werde ich beantragen, dass ihr passieren dürft. Okay, ich werde euch helfen. Das himmlische Reich sei mit euch. Unsere Truppen wurden durch die Kanonen stark dezimiert. Bitte rettet jene, die noch zu retten sind. Ja. Ich halte hier die Stellung. Beeilt euch. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okidoki. Angriff! Übertrag Chi, Chi, Chi. Oh. Kämpft bis zum Letzten. Großernte darf nicht fallen. Ihr werdet alle sterben. Nehmt das, fangt den Tod aus meiner Sorge, ihr sterbt nicht allein. Lumang wird man wohl nur mit schlechter Körperhygiene. Helft mir, bitte! Ja, mach ich doch. Ihr habt mein Leben gerettet. Töten. Wie wär's mit geistlicher Arbeit, Lumang? Fangt den Tod aus meiner Hand. Ihr habt keine Chance. Wir geben nicht auf! Widerlicher Lumang. Helft die Lumang zu besiegen. Weiter geht's! So. Ihr werdet Großernte nie erobern. Alles platt hier, was rot ist. Ihr werdet scheitern! Wo bleibt die Verstärkung? Aus meiner Hand. Stürmt auf das Ende des Platzes zu. Stürm? Dann geht mal vor, ich komm nach. Hey. Vorwärts, auf die zentrale Treppe zu. Sie fliehen! Sammelt euch und setzt ihnen nach! Achtung! Haltet die Stellung! Bereit zum Abwehrmanöver! Aufgepasst! Lasst keinen Lumang hindurch! Taubsplünderer! Yeah! Nicht, dass mir ein Po schießt. Achtung! Haltet die Stellung! Angriff! Ihr werdet scheitern! Ihr seid mir nicht gewachsen! Da haben wir wohl wollt den Spieß Ellen schießen. Nach hinten oder was? Wir sind noch in der Unterzahl. Aber wir müssen die Lumang vertreiben. Sie wollen die Nachschublinie unterbrechen und in die Stadt gelangen. Das darf nicht passieren. Ja, und was habt ihr vor? Wir sind zu wenige, um die Lumang aufzuhalten. Wir brauchen dringend Verstärkung. Das Talusreich hat für uns ein Signalfeuer errichtet, mit dem wir die Zawei-Wachen rufen können. Doch die Lumang wussten davon. Sie haben dort zuerst angegriffen und die Wache erschlagen. Wenn wir das Signalfeuer nicht entzünden können, wird der Platz von Großernte fallen. Bitte entzündet das Signalfeuer. Wir halten den Feind so lange zurück und retten unsere Leute. Das Signal ist unsere einzige Hoffnung. Weicht keinen Schritt zurück! Toll, ist hier nicht Raucher. Während wir vorrücken! Angriff! Folgt Jan, auf ihr immer. Angriff! Aha! Hey, nicht alle auf die Kleine hier. Spinnt wohl. Rechts, links, vor, zurück. Wie denn du? Beschützt die Dörfler! Ja. Angriff! Wir geben nicht auf! Angriff! Lass nicht einen zurück! Wir befreien die Dörfler. Angriff!
Ihr werdet Großernte nie erobern. Kleidung bekommen ihr habt? Wir müssen das Ortszentrum sichern. Vorwärts! Ja, eigentlich ja. Was ich auf der dunklen Seite. Ah, dieser arrogante Jidai Gong ist nur ein Schwätzer. Hm? Ich bin kein Stück wie Jidai Gong. Pass bloß auf! Kräftiger Bulle. Schnell! Schmetterklau. Entzündet das Signal! Überlass die Lomang mir! Oh, da hinten. Hier endet es, Schmetterklaue! Das ihr steht unter Arrest. Noch nicht vorbei. Aha! Meins. Soll's aufheben. Ach so, F war das ja. Sekunde. Ah, so. Das ist mal, wenn man zwei verschiedene Spiele spielt und die Tastenbelegung anders ist, mal eine Szene, so mit E, hier ist mit F. Und dann kommt man dem und dem anderen Spiel durcheinander, ey. Boah, ey. Das ist immer so. Ja, ach so, ich soll mit denen quatschen. Die Lomang, es waren einfach zu viele. Entzündet das Leuchtfeuer. Ruf Verstärkung. Verstärkung. Ich hab's gerufen. Oh. Alter Gag, ne? Besorgt ihr eine Fackel und dann facht. Das Signalfeuer der Talos-Armee. Ah. Eine Fackel habe ich nicht. Achso, ich dachte, es wäre ein Fächer, das ist ja eher Waffe. Jetzt hat sie eine Fackel. Yeah! Ich habe Feuer gemacht! Besicht die besicht Schmetterklaue. Ach, den dicken da. So. Ist unausweichlich. Verstärkung ist unterwegs. Gebt auf, dann verschonen wir euch. Entzündet das Signal. Wir halten die Lumang auf. Hab ich doch schon. Legt eure Waffen nieder. Ihr habt keine Chance. Schmetterklaue ist erledigt. Der Sieg ist unser. Wo ist er denn? Wer macht hier solchen Lärm? Nö, nicht der schon wieder. Wo ist er denn? Yun Sang. Was? Unmöglich. Doch. Ah nee, er. Tötet Yun Sang, den Boss des Lumang-Syndikats. Ihr werdet Großernte nie erobern. Oh, Yutsung. Aua. Ihr glaubt, ihr könnt mich fangen? Wie lächerlich. Ihr seid mein Haupt. Hey, ihr seid stärker, als es scheint. Hauptmann der Wache. Gebt euch! Oh, ihr seid also dieser Rekrut, Yutsun. Hört ihr auf für heute. Los! Rückzug! Ja, Boss! Und immer wieder die Dächer, ey.
Verflucht, er ist weg. Oh, die Leute sind sicher. So. Oh, hier liegen noch zwei. Eine Wache. Ah. Tag. Habt ihr einen Moment? Ich muss mit euch sprechen. Natürlich. Steht doch vor dir. Und hab Zeit. Geht ein Kaffee nebenbei? Sie rücken ab! Sie sind weg! Oh, so viel Arbeit. Erst die Verletzten! Schnell! Na los, räumen wir auf! Ah, endlich. Ich bin Yuchun, Wachhauptmann der Hauptstadt. Ich glaube, ich muss noch hier was nachregeln. Ich bin noch zu leise. Aber das wäre der Punkt, wo ich wieder das Problem habe, dass dann die Kampfgeräusche wieder zu laut werden. So, sprecht mit Yuchun, Wachhauptmann von Zai Wei. Ach, schön. Der lässt uns garantiert dann rein. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Yuchun, Hauptmann der Wache von Zai Wei, der Hauptstadt des Talusreiches. Ach, Yuchun, spricht man aus. Mensch, ich höre die Namen immer. Man hat mich beauftragt, vor dem Ritual des göttlichen Mandats die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken. Die Angriffe der Lumang unter der Führung von Yun Sang werden immer dreister. Er macht uns schon länger Probleme, aber in den letzten Wochen greift er sehr viel öfter und auch härter an. Ich muss ihn unbedingt ergreifen und lasse nicht zu, dass ihr mir dabei in die Quere kommt. Tut mir und dem Talusreich bitte einen Gefallen und haltet euch aus dieser Sache heraus. Ich wollte mich nicht einmischen. Ich will nur in die Stadt. Ihr wollt nach Zai Wei? Leider ist die Stadt momentan für alle Fremden tabu. Der Wachhauptmann hat mir einen Passierschein versprochen. Die Passierschein A38. Ob mit Papieren oder ohne, niemand wird euch in die Stadt hineinlassen. Aufgrund der Angriffe durch Yun Sang und seine Lumang in der ganzen Himmelsblütenebene wurde die Stadt abgeriegelt. Die Stadttore öffnen sich erst wieder, wenn Yun Sang gefasst wurde und Zai Wei wieder sicher ist. Bis dahin darf niemand in die Stadt. Dafür habe ich keine Zeit. Dann solltet ihr beten, dass man Yun Sang bald erwischt. Ja, ich würde gerne mithelfen, du. Ich muss los. Die Pflicht hoch. Ja, alles klar, ich muss los. Ich habe keine Zeit. Ah, herrlich, ey. Sprecht mit dem Bürgermeister von Großernte. Ip Hyong, oder wie der heißt. Tag, Rosa. Ich bin Ip Hyong, Bürgermeister von Großernte und seiner Versorgungslinien. Ich und alle Bewohner stehen tief in eurer Schuld. Das Lumang-Syndikat sucht immer öfter die Himmelsblütenebene heim. Sie greifen Großernte an, um die Versorgungslinien der Talus zu unterbrechen. Ist das Tor deshalb geschlossen? Ja, aber es geht noch mehr auf die Rechnung der Lumang. Sie entführen Dorfbewohner und versuchen nach Zai Wei hineinzugelangen. Solange Yun Sang nicht verurteilt wird, darf niemand Zai Wei betreten. Außerdem ist Zai Wei gesperrt, weil der Kaiser sicherstellen möchte, dass das Ritual des göttlichen Mandats ungestört durchgeführt wird. Oh je. Außer euch gibt es noch andere, die Zai Wei betreten wollen. Viele Reisende haben sich in Omas Schenke versammelt. Möglicherweise kennt einer von ihnen einen geheimen Weg hinein. Viel Glück. Oh, ah, jetzt wird's lustig, doch. Ach, ja, herrlich. Tja, das war eben Kapitel 2, Dorfbelagerung. Oder besser gesagt, die Dorfendlagerung. Ja, und ich werde hier gleich durchstarten mit Kapitel 3, wo die Pfade sich kreuzen. Ja, wird gleich interessant für mich, für euch auch. Ich sage mal, die Oma, die ist... Die ist der Knaller. Aber ich will nicht so viel spoilern. Also in dem Sinne sage ich bis gleich und bleibt dran und bis gleich so rum. Also.